for English satellite push, satellite bat. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein Intro-Tierchen heute, da will ich endlich mal denen einen Gefallen machen, die immer wieder fragen und sagen, oh, mach doch mal eine Spinnenfolge. Es wird leider wieder keine Spinnenfolge, aber zumindest eine Spinne, eine Vogelspinne als Intro-Tierchen. Das ist eine Avicularia Metallica, ne? Die schwarze Baumvogelspinne heißt sie, glaube ich, auf Deutsch. Alter Klassiker, Avicularia Metallica, sind wirklich hübsche Tiere, sind immer recht brav, deswegen kann man die auch so mehr oder weniger auf die Hand nehmen. Gibt es gar nicht mehr, oder ich weiß nicht, gibt es nicht mehr so viele wie früher. Früher war das wegen so ein Klassiker, da haben wir immer viele davon gehabt, viele verkauft. Man sieht sie gar nicht mehr so oft. Ich glaube, sie werden auch so gut wie nicht mehr importiert, was ja eigentlich schön ist, ne? Wenn die der Bedarf sozusagen an Nachzuchten dann gedeckt wird hier in Europa oder in der Terrarianerwelt. Ja, wunderschönes Tier, deswegen heute mein Intro-Tierchen für euch. Wir haben ja aufgerufen, wir machen eine Frag-Stefan-Frage privat, wo wir einfach wegen auf private Dinge eingehen wollen. Also ich bin hier ganz privat mit meinem privaten Haustier, beziehungsweise da haben wir gleich die erste Frage. Der Snake Dude hat gefragt, hallo Stefan, hast du selbst privat auch Haustiere und wie läuft der Arbeitsalltag bei dir ab? Eben, erste Teil deiner Frage. Wir haben als Haustier diese Katze, den Raspi, der ist unglaubliche 20 Jahre alt schon, ne? Also ursprünglich meine Frau hat den in die Ehe gebracht sozusagen. Hier habe ich euch mal noch ein Foto, das Foto ist genau 20 Jahre alt, 2001 aufgenommen, so sah der ganz klein aus, ne? Hier noch mit seinem mit einem Boxer zusammen, der ihn klein aufgezogen hat sozusagen. Jetzt 20 Jahre später gibt es den Raspi immer noch. Also so viel zu meinen Haustieren. Ansonsten Reptilien hab ich nichts zu Hause, beziehungsweise mein Sohn, der Melino, das habt ihr auch in meiner Folge gesehen, der hat ja den Königspython. Außer dem Raspi und dem Königspython gibt es aber keine weiteren Haustiere. Zum zweiten Teil deiner Frage, wie mein Arbeitsalltag aussieht, die Frage kam relativ oft. Viele von euch wollen das ein bisschen wissen, wie weit ich weg wohne von der Arbeit und was ich meinen Arbeitsalltag, was ich da machen muss und so weiter. Da haben wir uns überlegt, da drehen wir vielleicht eine Extra-Folge drüber, ne? Also so mein Arbeitsalltag, ne? Das ist ja auch so ein Klassiker auf YouTube. Werden wir dann mal machen demnächst, beziehungsweise wenn es euch interessiert, ne? Also unsere Idee war, gebt uns einen Daumen hoch, wenn euch das interessiert. Eine Folge nur über meinen Arbeitsalltag. Ne? Gebt uns Daumen hoch. Wenn wir so runde 1000 Daumen zusammen haben, dann drehe ich mal eine Folge, wo ich das vom Aufstehen, Zähneputzen bis abends, Hayabetti, wo ich euch das mal alles zeige und Büro und so weiter. Dann habt ihr da mal einen Einblick. Osteri fragt jetzt die Frage, die ich eigentlich schon letzte Woche gestellt habe. Was verdient man als Reptilienzüchter-Importeur? Und denkst du, du hast deinen Traumjob gefunden? Traumjob, ich glaube im Großen und Ganzen ja. Was ich verdiene, das ist natürlich eine gute Frage. Ich habe dir mal meinen Kontoauszug, meine Arbeitsabrechnung mitgebracht. Nee, Spaß beiseite, habe ich natürlich nicht. Es ist die Frage, was ich jetzt verdiene, was ich früher verdient habe, oder soll man das auf die 30 Jahre zusammenrechnen? Ich denke, wenn wir einen Schnitt machen über die 30 Jahre, dann war es von sehr, sehr, sehr bescheiden bis jetzt recht gut. Ich glaube, dass ich jetzt eigentlich ganz gut verdiene. Am Anfang war es nicht so. Witzige Anekdote, mein Steuerberater hat mal so nach, ich glaube, da hatte ich so 3-4 Jahre schon meinen Reptilienhandel, hat mich der Steuerberater mal gefragt, ja, Herr Brockhammer, meinen Sie, das macht Sinn, wenn Sie das noch weitermachen? Ne? Und dann hat es bei mir auch ein gerattert, dachte ich mir, also wenn der Steuerberater mich mal fragt, ob das Sinn macht, da weiterzumachen, dann ist das vielleicht dann doch nicht ganz so das prickelnde Geschäft. Und witzigerweise, so ein halbes Jahr oder kurze Zeit nach dieser Frage vom Steuerberater kam wegen so die Zeit, wo es besser wurde und ich dann eigentlich auch einigermaßen gut verdient habe. Und mittlerweile, wie gesagt, verdiene ich, glaube ich, ganz gut. Habe dafür eine 6-Tage-Woche, bin nie krank, ne? Arbeite wirklich seit 30 Jahren
durchgehend, habe zum Glück eine sehr stabile Gesundheit. Ich glaube, ich war mal in der ganzen Zeit, war ich einen Tag mal im Krankenhaus, da bin ich mit dem Fallschirm in den Baum geflogen, ne, und im Baum gelandet. Da musste ich einen Tag lang ins Krankenhaus. Und sonst war ich wirklich sage und schreibe noch nie einen ganzen Tag nicht hier im Geschäft. Ne, also oder noch nie nicht im Geschäft. Vielleicht mal einen halben Tag, wenn ich mal vielleicht auch gleich wegen der Erkältung hatte oder so. Aber ansonsten war ich immer da. Also was ich damit sagen will, ich glaube, ich arbeite relativ viel und mittlerweile zahlt es sich aus. Der Sven fragt: Hallo Stefan, gibt es eine Sportart, von der du Fan bist, beziehungsweise die du in deiner Freizeit machst, und bist du auch ein Fan von einer Mannschaft? Ja Sven, eben Sportart habe ich gerade in der Frage der Forscher angesprochen, mit Fallschirm in den Baum geflogen. Das Fallschirmspringen mache ich nach wie vor, das ist eigentlich meine Passion seit ungefähr 20 Jahren, schätze ich mal. Aber generell mache ich alles gern an Sport. Ich bin ein absoluter Sportfan, mag gern Sportarten im Freien. Ne? Also wie gesagt, Fallschirm oder habe jetzt letztes Jahr Kitesurfen ein bisschen angefangen, so im Meer rumwängen mit dem Kitesurfen, tolle Sache. Eben mache viel Wassersport, aber auch so ganz banale Sachen, dass ich mittags in der Mittagspause joggen gehe, eine halbe, dreiviertel Stunde, oder mache, wenn ich habe daheim so eine Stange, da mache ich irgendwie ein paar Klimmzüge, damit ich fit bleibe und so. Also mir macht Sport wahnsinnig Spaß, mir macht alles Spaß. Ich quäle mich da auch nicht wie manche andere, ne? Manche machen ja Sport so, ich muss wegen Sport machen. Ich mache das schon immer liebend gerne, bin ich totaler Fan davon. Sportmannschaften, wo ich Fan bin, da bin ich eigentlich eher wegen so, weiß auch nicht, da bin ich jetzt nicht ganz so enthusiastisch. Also es gibt natürlich, was weiß ich, Fußball gucke ich mir an, wenn irgendwelche oder Länderspiele kommen oder Weltmeisterschaften und so, da kann ich schon mich dafür faszinieren, macht mir Spaß. Oder ich gucke im Fernsehen, ich gucke schon gern Sport auch im Fernsehen an, ne? Gibt tolle Sachen, Skispringen macht immer Spaß zum Angucken. Wintersport macht mir Spaß zum Angucken. Gibt's viele Sachen, aber es ist jetzt nichts, wo ich sage, genau das ist meine Mannschaft, für die lebe ich. Da habe ich also zum Beispiel so einen Schal oder sowas habe ich von keiner Mannschaft zu Hause, da weniger. Was mir noch einfällt, jetzt in diesem Corona-Winter konnte man ja fast nichts machen. Da habe ich das Langlauf wieder neu entdeckt. Ja, letztes Jahr schon ein bisschen. Und dieses Jahr, das Langlauf hat mich über den Corona-Winter gebracht. Voll cool, macht abartig Spaß. So schön in der freien Natur da wegen sich abhetzen mit den Langlaufschienen. Also ich gebe dann auch richtig Gas, weil ich will mich dann auch ein wenig anstrengen. Aber gleichzeitig genieße ich die Natur. War voll geil. Das fällt mir auch noch zum Thema Sport ein. Die Dörte fragt: Wie viel Zeit hast du noch für dein Privatleben, Familie? Wenn du einmal wählen könntest, welchen Beruf würdest du machen wollen? Zeit fürs Privatleben nehme ich mir unter der Woche weniger, aber ich versuche am Wochenende mir Zeit zu nehmen. Jetzt in Corona-Zeiten muss man nicht so viel verreisen, dann hat man erst recht Zeit für die Familie. Und beziehungsweise in Nicht-Corona-Zeiten liebe ich es zu verreisen, auch mit meiner Familie zusammen. Da gehen wir im Jahr 2-3 Mal zusammen in Urlaub, genieße ich völlig. Dann bin ich weg hier von der Arbeit, kann ich abschalten, gehe mit der Familie in Urlaub. Also ich glaube, da nehme ich mir oder ich versuche mir relativ viel Zeit dafür zu nehmen. Und deine zweite Frage nach dem Traumjob, also den habe ich gefunden. Ich würde eigentlich keinen anderen Job wollen. Ich denke, den Traumjob habe ich hier mit meinen Reptilien. Absolut vielfältig. Wie gesagt, ich komme rum. Ich bin mein eigener Chef. Also ich glaube, ich habe meinen Traumjob. Der Astan Abla fragt: Ich finde das, was du machst, richtig toll, würde mich gern beruflich in diese Richtung bewegen. Daher meine Frage: Kann man Praktika bei dir machen oder sogar eine Ausbildung? Wenn ja, was? Klar, du kannst sowohl als auch bei uns machen. Jeder, der hier anfängt zu arbeiten, muss vorher ein Praktikum gemacht haben. Das machen wir generell. Der soll mindestens eine Woche kommen, Praktikum hier machen. Dann sehen wir, wie der ist. Der sieht es, wie hier ist. Das ist ganz wichtig. Dann bilden wir aus. Ich bin Ausbilder bei der IHK. Wir bilden aus zum Einzelhandelskaufmann, zum Großhandelskaufmann und jetzt seit einiger Zeit auch zum Kaufmann im E-Commerce, nennt sich das, ne? Alles mit Online-Shop, Internet und so weiter. Also die drei Ausbildungsbereiche, ne? Der Einzelhandelskaufmann ist so Richtung
Fachrichtung Zoo, Fachverkäufer. Das ist wohl der, wo dann am meisten mit den Tieren zu tun hat. Das bilden wir alles aus. Wenn ihr Interesse daran habt, bewerbt euch liebend gern. Wir suchen eigentlich immer gute Leute. Wenn ihr wollt, schickt eine Bewerbung, freue ich mich. Mein Namensvetter Stefan fragt, hi Stefan, welcher Rotwein ist dein Lieblingsrotwein? Ich glaube, da verstehen wir uns von Stefan zu Stefan. Du bist bestimmt auch Rotwein-Fan, wenn du so fragst. Tatsächlich, ich liebe Rotwein. Rot, trocken und ja, nicht zu billig, sage ich mal. Oder halt qualitativ muss der wegen was taugen. Dann mag ich eigentlich alle Sorten von Rotwein. Das ist, glaube ich, wegen so meine Schwäche, so das Glas Rotwein am Abend, gerade zum Abendessen. Also ich hau mir da auch keine Pulle rein, aber so ein Viertel oder vielleicht auch mal ein zweites Viertel, das liebe ich am Abend und genieße ich und mag ich. Der Schatz S. fragt, was ist dein größter Wunsch für die Zukunft? Das ist so eine, also wenn ich die Frage höre, es gab mal irgendeinen, ein Fernsehfilm, ich glaube, das war mit irgendeiner Misswahl oder sowas, da wurde immer gefragt, was ist dein Wunsch für die Zukunft? Und die perfekte Antwort für die ganzen Missen war, ach, Weltfrieden. Ne? Also wenn du Weltfrieden sagst, dann machst du nie was falsch. Deswegen muss ich immer ein grinsen bei dieser Frage und auch bei der Antwort Weltfrieden muss ich grinsen. Andererseits ist die Antwort perfekt, weil das ist tatsächlich so. Also ich glaube, was man sich wünschen kann für sich selber, natürlich für sich selbst und die Familie, Gesundheit, aber auch so für unseren ganzen Globus, dass hier Frieden herrscht und jeder wenn für sich sein Leben machen kann, das wäre so mein globaler Wunsch. Der Alexander fragt, hallo Stefan, wie hast du deine Frau, die Stella, kennengelernt? Wenn du schon den Namen weißt, denke ich, hast du uns vielleicht schon mal auf einer Messe oder einer Börse gesehen. Oder weiß ich es von Reptil TV, keine Ahnung. Genau, Stella und ich, wir sind seit bestimmt Runde, nagel mich nicht fest, circa 15 Jahre verheiratet. Im Ring müsste ich das Datum nachgucken, da könnte ich es genauer sagen. Nee, aber wir sind glücklich verheiratet. Wir haben uns eben damals kennengelernt in einer Diskothek, alter Klassiker. Sie hat da drin gearbeitet, ich war Kunde, ich war Gast und fand sie eigentlich ganz nett und schnucklig. Und dann habe ich sie mal gefragt, ob ich sie einladen darf auf ein Drink. Und dann sagt sie zu mir, was ich sie denn einladen will. Sie wird doch da drin schaffen und kann da eh kostenlos trinken, wenn sie was will. Also täte es keinen Sinn machen. Aber sie würde mich einladen, sie wird von ihrem Trinkgeld mir was bezahlen, dann können wir zusammen was trinken, das käme billiger. Und das war so der Moment, wo ich mir dachte, naja, dann hat die wohl doch irgendwas für mich übrig, wenn sie mein Geld ablehnt und in ihre eigene Tasche kramt. So, dann dachte ich mir, naja, dann könnte es ja was werden mit der. Und tatsächlich, so ist was geworden. Und seither sind wir glücklich verheiratet mit drei hübschen Kindern. Kann ich hier mal noch, das war eine andere Frage über die Familie, aber dann machen wir das gleich an dieser Stelle, kann ich hier gleich mal ein Foto von der ganzen Family einblenden. Stella, dann Maddox, Melino, Peaches, unsere drei Kids und ich. Glückliche Familie. Noch zu erwähnen, ich habe noch mal zwei Kinder, die Sina und den Steve aus erster Ehe. Die möchte ich auf jeden Fall hier auch erwähnt haben an dieser Stelle. Die sind schon groß, ne? Die Sina ist Anfang 20, der Steve, der geht schon auf die 30 zu oder hat die 30, glaube ich, sogar schon fast erreicht. Den habe ich ganz jung bekommen, da war ich 19, da kam der Steve auf die Welt. Somit habe ich sogar 5 Kinder und somit kennt ihr jetzt nun meine familiäre Situation. Der Sebastian fragt, hallo Stefan, welche Musik hörst du am liebsten? Welches Konzert würdest du definitiv noch gehen? Ja, Sebastian, vielleicht meiner Optik nach und meinen, naja, sie werden immer kürzer, die Haare, aber sie sind trotzdem noch ein bisschen lang. Also ich bin eher so der Rocker-Typ, auch musikalisch. Ich liebe Rockmusik, ich weiß nicht, von Nirvana bis Korn oder Creed oder Doors oder alles Mögliche an Rockmusik, auch die Sachen, wo jetzt kommen oder ja, zurzeit, ich höre viel Rockantenne oder Radio Bob, ne, gleich mal Werbung für die zwei Sender. Da kommt auch viel so Doro Pesch und so die Sachen. Also ich mag die rockigen Dinge und
konzertmäßig, ich bin jetzt so der wahnsinnig Konzertgänger, habe ich vielleicht auch gar nicht so richtig die Zeit dazu. Ne? Meistens muss man dann über Nacht bleiben oder so. Wir hier in der Provinz, Villingen, Schwenningen, wir haben kaum Konzerte. Was ich auf jeden Fall, also ein Wacken-Konzert war ich noch nie, das würde mich definitiv mal reizen. Das muss schon obercool sein, da so ein paar Tage lang richtige Rockmusik. Beim Alice Cooper waren wir mal, der hat sich ja mal eine Schlange ausgeliehen von uns. Da waren wir natürlich dann auch auf dem Konzert dort. Also es war nicht nur Alice Cooper, war so ein gemischtes Rockkonzert. War auch ganz lässig. Genau so in die Richtung geht es wegen. Der DJ Marwinski, denkst du manchmal an deine ersten Reptil-TV-Folgen zurück und denkst du, dass du dich sehr verändert hast in der Zeit? Manchmal denke ich zurück, beziehungsweise wir haben auch mal die Folgen mal wieder angeguckt durch Zufall irgendwie. Ist witzig, also ich denke zurück, ob ich mich sehr verändert habe. Ich könnte jetzt sagen, nein, nicht die Bohne, kein bisschen. Klar hat man sich verändert. Das ist ja jetzt, ich weiß nicht, 15 Jahre her oder sowas. Da wird man leider auch 15 Jahre älter. Aber im Großen und Ganzen fühle ich mich noch ganz gut und fühle mich innerlich noch wie damals. Der M fragt, wie bist du als Chef? Reizbar, ruhig? Fragezeichen. Ich könnte jetzt hingehen und Adamo! Den rufen und dann müsste er hier sagen, wie ich bin. Ich glaube, ich bin, ich weiß es nicht. Ich bin manchmal schon ganz schön gestresst, denke ich. Bin jetzt nicht so der Chef, der sich immer ewig für jeden Zeit nimmt und zuhört und weil ich eigentlich den ganzen Tag wegen meiner Arbeit hinterher hetze und da immer wegen im Zeitdruck bin. Ich hoffe, dass ich eigentlich schon ein ganz fairer Chef bin und ich glaube, also wenn ich so gucke, die Fluktuationsrate, ne, sagt man ja so schön in der Angestelltenwelt, die ist bei uns sehr niedrig. Also wenn wir unsere Mitarbeiter angucken, manche sind eigentlich fast von Anfang an da, also so ziemlich jeder ist schon Ewigkeiten da oder manche waren dann mal in der Mutter-Baby-Pause und kommen dann nach 3, 4, 5 Jahren zurück. Also ganz so schlimm kann es nicht sein, von dem her glaube ich geht's. Der Frank, was bringt dich so richtig auf die Palme? Definitiv Unehrlichkeit. Ne? Also wenn mich jemand anlügt, wenn ich merke, derjenige schwindelt mich eh bloß an, dann ist für mich das eh schon gelaufen, weil ich muss nicht mit jemand reden, der mich anlügt. Denke ich, völlig vergeudete Zeit. Ne? Also Unehrlichkeit, Gewalt finde ich furchtbar. Ne? Wenn ich manchmal sehe, oder jetzt war gerade ein Fall in Frankreich, ein 15-Jähriger wurde halber totgeschlagen von anderen, da frage ich mich, was ist bei den Leuten krank im Hirn? Das wäre was, was ich mir für mich nie vorstellen könnte, dass ich so ausflippe, ausraste. Ne? Das finde ich völlig weg von dieser Welt. Ne? Und was eben in den Bereich vielleicht auch reinkürt, ist einfach auch zum Teil so eine Intoleranz. Ne? Wenn die Leute so intolerant sind und sich wahnsinnig aufregen. Ne? Also sei es, wenn ich im Straßenverkehr, wenn jemand wahnsinnig ausflippt, bloß weil man dem vielleicht, also wahrscheinlich nicht einmal die Vorfahrt genommen hat, aber er denkt, man hätte ihm die Vorfahrt genommen. Manchmal erlebe ich es auch bei E-Mails. Uns passieren mal Fehler beim Versand, man packt was falsch ein und die meisten sind, na klar, kann passieren oder so. Und da gibt es manche, die regen sich wahnsinnig auf, wie wenn ein Fehler passiert, der darf nicht fünfmal passieren, aber der kann einmal passieren. Und wenn sich dann jemand wahnsinnig über so eine Kleinigkeit aufregt, dann finde ich das auch ziemlich intolerant, ne? Oder auch klar politisch oder anderen Menschen gegenüber. Also Toleranz finde ich auch unheimlich wichtig. Der Repti King schreibt, Mahlzeit Stefan, nach der Terroristik kommt bei mir das Auto. Was fährt ein Herr Brockhammer denn privat und was für einen Stellenwert hat das Kfz für dich? Ja, Auto ist so ein Thema, hat leider für mich auch einen relativ hohen Stellenwert. Das ist tatsächlich so eins meiner Laster oder sagen wir mal, ich habe es jetzt in ein paar Fragen schon gesagt, ich glaube, ich arbeite relativ viel und von dem Geld, was ich verdiene, also klamottenmäßig bin ich jetzt nicht so der Überflieger, der da viel Geld für Klamotten oder sonstiges ausgibt, aber für Autos gebe ich leider relativ viel Geld aus, schon immer, seit ich es mir leisten kann. Der Stellenwert vom Auto, ich sage mal so, wenn ich ihn mir leisten kann, ist er hoch. In den Anfangsjahren, wo ich es mir überhaupt nicht leisten kann, war der ganz niedrig. Also ich brauche nicht unbedingt ein tolles Auto. Aber wenn ich das Geld habe und wenn ich es mir leisten kann, dann habe ich das natürlich oder dann habe ich das ganz gern. Im Moment, ich fahre ein E-Auto. Ne? Ich glaube, dass auch E-Auto die Zukunft ist im Moment. Ich glaube, es gibt keine bessere Alternative. Also E-Auto ist definitiv besser wie ein Verbrenner. Ich liebe Sportwagen
Und ich liebe auch deutsche Autos, ne? Und E-Auto, Sportwagen und Deutsch. Dann kommen wir irgendwann zu Porsche. Bei Porsche gibt es den Porsche Taycan seit gut einem Jahr oder sowas. Und da habe ich mich tierisch drauf gefreut. Und so eine Karre habe ich mir gekauft oder finanziert oder geleast oder was auch immer. Das ist das Auto, was ich im Moment fahre, Porsche Taycan, und bin auch super zufrieden und freue mich dran. Der Tristan fragt, denkst du, dass du eine gewisse Betriebsblindheit entwickelt hast? Bei manchen Aussagen manchmal das Gefühl bezüglich Tierschutz und gewissen Sachen, die man halt schon lange in der Terroristik macht. Oder dann nimmt er das, er sagt das Beispiel, das Video, wo wir den Nils gebadet haben, wo es relativ viel Kritik gab. Finde ich eine gute Frage, und das Schlagwort Betriebsblindheit, das ist ein gutes Schlagwort. Ich glaube, den Kampf hat man immer gleich ein bisschen, dass man sich bemühen muss, eben nicht betriebsblind zu werden in jeder Hinsicht, sei es den Tieren gegenüber, sei es auch der, ja, vielleicht so ganz banale Dinge wie auch Ordnung gegenüber, oder ja, dass man da einfach sich immer wieder selber hinterfragt, ob das so weit passt, beziehungsweise was natürlich gut ist, wenn das Output von außen kommt, wenn man Leute hat, die einem auf eine konstruktive oder gute Art sagen, guck mal da, meinst, passt das so, oder könnte man das verbessern, oder die deswegen so hinterfragen, ne? Und wenn man dann darüber reden kann, den Dialog. Vom Typ her muss ich zugeben, ich bin jemand, der relativ, oder ich bin relativ von dem überzeugt, was ich mache. Ich stehe dahinter, ne, auf einer Seite. Ich stehe wirklich hinter dem, was ich mache. Und dadurch habe ich vielleicht auch, oder komme ich manchmal so rüber wie, naja, ich habe auch mit dem Recht oder mit allem Recht, was ich mache. Da tue ich mich manchmal etwas schwierig, muss ich gestehen, zu meiner Schande. Aber ich bin froh über Kritik. Ich nehme die an, ich versuche die umzusetzen, mir eine Meinung draus zu bilden oder eine Mischung aus meiner Meinung, aus meiner Erfahrung und aus dem neuen Output. Und so probiere ich immer, oder diese Betriebsblindheit zum Beispiel, eben nicht aufkommen zu lassen. Und last but not least, der Shane. Hi Stefan, mich würde mal interessieren, ob du schon mal selber um die Welt gereist bist und dir schon mal in freier Wildbahn die Tiere, Reptilien angeschaut hast. Shane, da musste ich gleich ein bisschen grinsen. Ich glaube, du bist noch nicht so lang der Reptil-TV-User. Wenn du mal bei den Videos runterscrollst oder eben die ganze Videoübersicht hier anschaust, da sind runde 300 Videos. Also geschätzt würde ich mal sagen, ja, zwischen 30 und 50 von den Videos habe ich im Ausland ja gedreht, sei es in Afrika, in Asien, Mittel- oder Lateinamerika, nee, nicht Mittelamerika, gesamtes Lateinamerika. Also ich war viel im Ausland. Was mir jetzt gerade einfällt, wenn ich das so sage, vielleicht bist du ein relativ neuer User. Jetzt haben wir ja ein Jahr lang schon den Corona-Lockdown mehr oder weniger. Man kann nicht weg. Deswegen haben wir ein Jahr lang hier Studio-Folgen. Aber wenn du, wie gesagt, schau mal zurück, diese ganzen Folgen mit Afrika, mit Tieren in ihrem Ursprungsgebiet. Ich glaube, das ist was, wo Reptil-TV auch ausmacht, wo ich hoffentlich bald mal wieder was zeigen kann. Ich persönlich finde es unheimlich interessant, wenn ich ein Terrarientier pflege und war schon mal in dem Land, wo die herkommen, dann kann ich mir das Klima 100-mal besser vorstellen, wie wenn ich das immer daheim vom Wohnzimmersessel aus betrachte. Also ich selber für mich lege da viel Wert drauf, und ich denke und hoffe, man findet es auch in den Videos wieder. So viel zu private Fragen an mich. Es war natürlich viel mehr. Ich fand es gute, interessante Fragen. Ich hätte gern noch mehr gemacht. Wir hatten mehr auf dem Zettel und mussten dann immer mehr wegstreichen, weil wir gesagt haben, naja, sonst wird es zu lang, sonst labere ich hier die ganze Zeit über mich selber, was vielleicht auch irgendwann mal langweilig wird. Wie am Anfang schon gesagt, ich mache auch gern mal so eine Folge, wie mein Arbeitsalltag aussieht von früh bis abends. Wenn ihr da Interesse habt, lasst uns den Daumen da. Ansonsten bleibt mir treu und checkt Reptil-TV. Die Reptil-TV-Filme sollen euch unterhalten, aber sie sollen euch auch in der Terroristik helfen, sollen eure Fragen beantworten. Ich möchte von meinen über 30 Jahren Erfahrung etwas zurückgeben an euch oder etwas an euch weitergeben. Im Gegenzug
freue ich mich, wenn ihr euch revanchiert sozusagen. Ihr wisst, in YouTube, Abo ist die Macht des YouTubes, also lasst mir bitte ein Abo da. Wenn ihr Terraristik-Produkte beziehen wollt, ich habe einen Online-Shop, davon lebe ich, also dürft ihr sie gerne bei mir kaufen. Unten haben wir euch noch ein zufälliges Video oder das letzte Video, da könnt ihr gerne reinschauen, wenn ihr mehr sehen wollt, und bleibt mir treu.